Hurra, wir leben noch und herzlich willkommen und Peace in, immer noch bei Faster Than Light. Unser Schiff fliegt immer noch, auch wenn es mittlerweile ein Wunder ist, dass es überhaupt noch geradeaus fliegen kann. Und wir hüpfen weiter und hoffen, dass wir nicht draufgehen. Langsam wird es nämlich echt eng. It's eerily quiet. Ja, hier passiert jetzt nicht so viel. Ist aber auch nicht schlimm, dann geht unser Schiff wenigstens nicht drauf. Auf zum nächsten Punkt. Und ja, immer noch nichts zu sehen. Hier ist nicht so viel los in dem Weltraum, ne? Wir bräuchten langsam Sprit, das heißt, wir bräuchten Feinde oder Leute, die Hilfe brauchen und ja, was auch immer. Auf jeden Fall bräuchten wir Zeit. Bräuchten wir Sprit. So. Wir fixen mal ein bisschen und kaufen ein, zwei Sprit und machen noch ein bisschen Reparaturen und hoffen, dass wir das Ganze hier auch überleben. Ich würde sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jumps. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ein Scout und den machen wir natürlich weg und holen uns dann das Zeug aus der Station, dass das Ding bewacht. Warum ich hier gerade auf den Raum schieße, ihr habt es vielleicht gesehen in einer Folge, weil das hier ist ein Hull-Laser und der macht also einen Hüllenlaser und der macht halt Schaden auf Höhlensysteme und das halt mehr, wenn der Raum unbesetzt ist, als wenn da wer drin ist. Wie ihr seht, 21 Scrap und nochmal Scrap und eine neue Waffe. Da. Was haben wir denn da? Harbor Beam. Slow but reliable, powerful standard beam weapon. Okay. Das Ding ist cool. Das sind diese Strahler, ne? Diese, ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, klang das blöd. Okay, wir nehmen den Artemis. Ah, ne, den lassen wir drin für Notfälle. Weil die brauchen auch nur einen Strom, aber wir lassen die mal drin. Die brauchen natürlich auch drei. Aber wir holen uns die mal dazu und gucken uns an, was die so reißt. So, ansonsten können wir unser Schiff mit ein wenig mehr Schildkraft ausstatten. Genau, das machen wir nämlich jetzt auch. Hauen da auch ein bisschen mehr... Was? Okay, wir brauchen zwei Schild-Updates und zwei Strom-Updates, damit wir was damit machen können. Das hättest du mir auch vorher sagen können. Naja, ist egal. Früher oder später müssen wir das eh machen. Und wir hüpfen nochmal zurück zum Store. Oder hüpfen wir weiter? Wir hüpfen weiter. Das kriegen wir schon alles geregelt hier. Ich weiß, dass ich nerve, aber... Ja, weiter geht's mit Kämpfen, natürlich. Der geht natürlich auf die Waffen, auch wieder automatischer. Ach so, aus welcher Richtung der kommt, darf ich mir dabei auch so ein cooles Teil. Ich mag diese Waffen. Ach so, das ist irgendwie... Wow, die haben meine Schilde ausgeschaltet. Das ist jetzt aber nicht so nett. Ah, seht ihr das Ding? Ah, ich liebe es. Hat es überhaupt Schaden gemacht gerade, oder? Beam weapon, 2 damage per room, a small breach chance, okay. Dann machen wir das mal so. Ja, es macht Schaden. Und es macht ziemlich viel Schaden. Sehr geil. 3 Sprit, eine Missile, 21 Scrap. Nicely done. Es läuft doch. Hoffen wir, dass es auch weiter so läuft. Und dass wir unsere Schilde bald updaten können, weil dann haben wir mehr Schildkraft und dann können wir richtig aufräumen. Ich mag dieses Nebelding. Und der nächste Feind. Das versucht abzuhauen. Das wüsste ich, Freundchen. Volle Power und hier gehen wir auch nochmal auf das Ding und Feuer frei. Ah, goddammit, wie ich das hasse. Ich hasse es, nichts mehr als erkältet zu sein. Es ist wirklich die Hölle. Wow, wir haben nicht wirklich gut getroffen. Nicht so gut. Dafür macht das Ding echt üblen Schaden. 2 Schaden per Raum und deswegen kann man ja diese... Ja, wartet kurz. So. 2 Schaden per Raum und man kann diese Linie ziehen und dadurch bestimmen, wie viele Räume angegriffen werden. Wenn ich jetzt schaffe, irgendwie 4 Räume in diesen Strich zu kriegen, mache ich 8 Schaden mit einem Schuss. Das ist echt bitter. Und wir brauchen noch einen Scrap, damit wir unser Schild updaten können.
Also das, die Waffe ist echt Game Changer, würde ich sagen. Feinde? Ja, natürlich. This place is dangerous. This transgressions will be overlooked. Ja, nächstes Mal werden wir alle sterben. Von wegen, jetzt sterbt ihr! Guckt euch mal an, was wir hier für einen schönen Schaden machen können. Das sind 6 Schaden instantly. Damit hauen wir auch noch drauf. Ah, die greifen wieder unser Schiff an. Ja, Intruder-Salat, ist schon klar. Wo sind sie? Ah, okay, die sind bei den Schildsystemen. Unser. Wieso ist unser. Hä? Wo sind die denn? Ah! Wow! Shitmongers, wo kommt ihr her? Ah, nein. Okay. Du rein. Geh doch da rein! Bitte. Kämpfen, los, töten. Das sind 2 Mantis, das ist echt viel. Fuck. Weg da. Oh, fuck. Ey, wir haben nur noch eine Crew aus 2 Personen. Das ist echt nicht besonders gut. Und die gehen mir gerade tierisch auf den Keks, weil die gerade hier, ja, ziemlich aufräumen. Sind das immer noch 2? Ja, sind es immer noch. Los, kämpfen. Nicht sterben, wenn es geht. Sehr gut. Da war unsere Crew nur noch 2 Menschen. Chichi und die Praying Mantis Charlie. Naja, macht ja auch nichts. Oh fuck, wir brauchen eine neue Crew. Ich kann aber mein Chip upgraden. Und genau das machen wir jetzt auch. Nämlich mit einem neuen Schildsystem. Ja, das nur leider kaputt ist. Charlie, bitte helfen beim Reparieren. Irgendwie schaffen wir es diesmal wenigstens halbwegs durchzukommen. Wir bräuchten natürlich wieder Reparatur bis zum Umfallen. Und das nervt so ein bisschen, aber naja, es hilft ja alles nichts. So, das erste Schildsystem ist nun repariert. Ja, das ist echt gut. Wenn wir die Schilder updaten, dann kriegen wir nicht mehr so viel Schaden rein. Ah, komm schon. Bisschen schneller. Okay. So, und dann müssen wir die Waffen reparieren. Die sind nämlich auch kaputt. Die haben uns echt ganz schön was kaputt geschossen, ey. Blöden Penner. Dafür habe ich ihr Schiff ziemlich in, ja, Müll verwandelt. Was würde es kosten, wenn ich jetzt nochmal die Waffen update? 75, 100 Scrap. Damit ich die Raketen noch dazu ziehen kann. Das ist ganz schön viel. Und die Raketen kosten ja auch immer noch Geld. Das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Ich möchte eigentlich ohne viel Raketen auskommen, weil das ist halt echt so ein Geldpunkt, der mich echt arm macht. Und jetzt ist unser Schiff auch wieder fertig. Und Charlie übernimmt mal die Führung. Aus einem einfachen Grund. Er ist nicht der beste Engineer. Wir bräuchten echt neue Crewmen und Women und Kinder und alles, was wir kriegen können. Und wir kriegen direkt wieder auf die Fresse. Es könnte langsam echt eng werden. Oh, die haben schon wieder Beamer. Okay, Feuer auf die scheiß Beamer. Bitte. Ja, zu spät. Natürlich zu spät. Wo sind sie? Da sind sie. 2, das wird nix. Das wird nix. Das wird sowas von gar nix. Okay, kann ich den auf mein eigenes Schiff ziehen? Nein, kann ich nicht. Verdammt. Gott. Wow. Jungs. Vorsichtig sein. Nicht draufgehen, Charlie, nicht draufgehen. Aber wir werden ja geheilt. Oh, die Schilde. Oh, Mann. Okay. Türensysteme reparieren, du Schilde reparieren. Und Feuer auf dieses Scheißschiff. Mach das endlich platt, ey. Kann nicht so schwer sein. Waffensysteme ausschalten. Alter, wie sie mir auf die Eier gehen. Komm schon, Leute. Ja, die Waffen sind... Was?! Oh Mann! Wir waren so gut unterwegs. Ja, das war's schon wieder. Neuer Highscore. Yay! Fuck. Ja, das war's schon wieder für die MMORPG Radio.
Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Wieso haben die auf einmal so viel Schaden gemacht? Naja, lässt sich nicht ändern. Das war's schon wieder. Das Spiel ist echt schwer, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Und bis ich alles freigeschaltet habe, werden hier definitiv noch Folgen kommen. Da könnt ihr einen drauf lassen, weil das ist echt der Wahnsinn. Und ja, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und freue mich auf euch. Bis dahin sage ich Peace off und bis zum nächsten Mal. Euer Gianna Brother.